Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Energiedatenmanagement. Energiedatenmanagement ist es im Prinzip alles von der Zählerablesung bis hin zur Verwendung von Energiemengen in der Abrechnung und der Bilanzierung. Was sind jetzt eigentlich Energiedaten? Energiedaten sind zum Beispiel Zählerstände, die abgelesen werden. Das sind Energiemengen, die in einem bestimmten Zeitraum anfallen. Das sind Leistungsspitzen, also der praktische Maximalverbrauch im Sinne der Leistung, die da angelegt wird. Das sind aber auch Brennwerte oder Zustandszahlen im Gasbereich. Das sind zusammengefasste Daten, zum Beispiel die Aggregation als Zeitreihe. Das ist genauso gut das gesamte Lastprofil oder eben auch der Lastgang. Verschiedene Begriffe, die unter anderem auch auf meiner Website im Lexikon erklärt werden. Man kann das Energiedatenmanagement so zusammenfassen, dass es eigentlich alles vom Zählerstand bei der Ablesung am Zähler bis hin zum ausgeglichenen Bilanzkreis umfasst. Das beginnt also direkt mit der Messdienstleistung. Das heißt, entweder stellt sich jemand vor einen Stromzähler oder Gaszähler und liest ab, welcher Zählerstand da jetzt draufsteht. Oder das Ganze geht natürlich auch über eine Zählerfernauslesung. Das sind dann elektronische Stromzähler zum Beispiel, die mit zum Beispiel einer UMTS-Verbindung die Energiemengen viertelstündlich an einen Server und damit ein Energiedatenmanagementsystem übertragen können. Das sind alle Energieprognosen für die Zukunft. Das sind im Prinzip alle Bilanzierungsvorgänge. Das ist im Gasbereich die Nominierung, die Deklaration, die Allokation. Das sind auch wieder verschiedene Begriffe, die, wenn sie jetzt noch nicht erklärt werden, in der Zukunft im Lexikon auf energiewirtschaft-einfach.de erklärt werden. Das ist die Aggregation von den Zeitreihen im Sinne von Zeitreihenmanagement. Das ist wiederum auch eine Unterkategorie des Energiedatenmanagements in Richtung der Bilanzierungsaufgaben. Apropos Bilanzierung, es ist eben die Übergabe von Energiedaten in Richtung der Bilanzierungsprozesse zum Ausgleich des Bilanzkreises. Es ist die Übergabe von Energiedaten in Richtung der Abrechnung, damit die Rechnung erstellt werden kann, die Netznutzungsabrechnung, aber auch die Endkundenabrechnung. Und genauso gut ist es aber auch die Übergabe von Energiedaten direkt an den Endkunden, zum Beispiel die Übergabe des Lastgangs an einen Gewerbe- oder Industriekunden, wiederum an seinen Energiemanager, damit der vor Ort ein bisschen analysieren kann, wann habe ich wie viel Energie verbraucht, was kann ich da vielleicht noch optimieren. Schlussendlich ist das Energiedatenmanagement ein ganz schwer genau abgrenzbares Gebiet. Es sind ganz komplexe Aufgaben rund um Energiedaten, rund um Zählerstände und Energiemengen. Und dafür gibt es eben auch spezialisierte IT-Systeme. Ich selbst habe in meiner Vergangenheit ungefähr ein Dreivierteljahr im Belvis-EDM-System gearbeitet. Belvis ist die Lösung von Kistas. Es gibt aber auch jede Menge andere Systeme, etablierte Systeme von Robotron. Es gibt da Frösche-Lösungen, die zu Sagemcom gehören. Es gibt von Görlitz-Lösungen und eben auch noch diverse andere EDM-Lösungen, auch für SAP und Co. Und schlussendlich kann man sagen, da müssen eben auch Spezialisten davor sitzen und ich überlege mir noch, welche genauen Themen ich rund um das Energiedatenmanagement hier mal vorstellen sollte. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder konkrete Fragen habt, schreibt die mal in die Kommentare und ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.